Das genaue Thema war Windräder, schlechte Aussichten. Also ich kann diese Meinung nicht direkt vertreten, denn ich bin nicht, wie soll ich das sagen, uns betrifft diese Theorie mit Windrädern gut oder schlecht jetzt nicht unbedingt, weil in Kärnten sind ja nicht so viele Windräder in ab Betrieb, wenn überhaupt gar nicht. Ich weiß es gerade nicht sehr genau. Ich weiß nur, dass es in Wien sehr viele Windräder gibt und die auch sehr gut für die Stromversorgung sind. Genau. Ich finde, Vorteile davon ist, dass es eben eine erneuerbare Energiequelle ist. Die erneuerbare Energiequelle ist zum einen sehr gut, da wir uns umweltfreundlich und nachhaltig mit Energie versorgen können und dies auch eben ohne Zerstörung oder eben Verschwendung von Ressourcen wie Erdöl oder anderen Arten von Ölen zugrunde geht. Die Nachteile sind meines Erachtens entweder nur das, dass es von der Umwelt abhängt. Also es hängt darauf ab, wie viel Windgeschwindigkeit wir haben, wie viel Strom wir erzeugen. Und das Ganze ist, die stehen auf Feldern und könnten etwas blockieren, wie zum Beispiel einen Bauer, der gerade sein Feld mähen möchte oder vielleicht hat er dann auch kein Feld mehr. Dies kann dann auch eben die kleinen bäuerlichen Betriebe in den Ruin treiben, da sie eben keine Fläche mehr zur Verfügung haben. Allgemein ist erneuerbare Energie sehr gut für unsere Umwelt, weil wir benutzen die Umwelt, um für uns einen Vorteil daraus zu ziehen. Wie eben andere erneuerbare Energiequellen wie Wasser oder Solarenergie sind auch dennoch eine sehr gute Alternative zu eben, wie vorhin schon erwähnt, Ressourcen, die wir eben verbrauchen und dann nicht mehr haben. Ich finde persönlich, dass es eigentlich schon lange Zeit die richtige Zeit war, um an diese Revolution zu denken und erneuerbare Energie in die Umwelt zu setzen, da wir nämlich auch durch die Treibhausgase, die wir produzieren, zunehmend unsere Gesundheit und uns selbst gefährden. Es ist natürlich ein nicht ganz, wie soll ich das aussprechen? Ich finde es trotzdem gut, dass wir diesen Schritt gewagt haben. Egal, ob das jetzt manche sehen das schlecht, manche sehen das gut, wie zum Beispiel der Vortrag mit den E-Autos, ist jetzt dann auch wieder so eine negative Ansicht dieser erneuerbaren Energiequellenverwendung. Aber ich aus meiner Sicht sage, dass die Windräder eine gute Lösung sind, weil wir nämlich den Wind nutzen können und eben dadurch Energie erzeugen. Ja, danke schön.